weiteren Gameplay mit mir, den Zack Let's Player. Und wir spielen THW Simulator 2012 und wow. Wir passen erstmal die Lautstärke. Ja, viel angenehmer. Ja, wir spielen THW Simulator 2012 und wir haben übelst viel Auswahl. Nach dem Polizeisimulator und dem Feuerwehrsimulator kommt halt jetzt der THW-Simulator aus dem Hause Rondo Media. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, neue Kampagne starten. Und was für ein geiler Bildschirm. Herzlich willkommen beim THW-Simulator. Hier erlebst du nicht nur einen Teil der Arbeiten für das technische Hilfswerk, täglich anfallen, sondern auch einige außergewöhnliche Einsätze. Benutze um die Steuerung WASD, für die rechte Mausgas gedrückt und um zu ziehen, um die Kamerasperspektive zu ändern, bla 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 bla. Okay. Der Zugführer des technischen Zugs begutachtet den Zwischenstand und beurteilt die Arbeiten der Bergungsgruppe 1. Er plant im Voraus das Vorgehen der Räumung mit dem Radlader. Schön. So, mit WASD bewegen wir uns. Dieser Ort ist geeignet, um die Einsatzfahrzeuge abzustellen. Gut. Ja, sieht ein bisschen nach dem Sturm aus. Die zersägten Bäume sollten an diese Stelle geschoben werden. Spannung. Nachdem der Zugführer seine Ortsbegehung abgeschlossen hat, ist in der Zwischenzeit die Fachgruppe Räumen eingetroffen. Diese besteht aus einem Radlader oder einem Bagger und einem Lastkraftwagenkipper. In diesem Einsatz ist der Radlader ganz klar die geeignete Wahl. Zusätzlich sollte ein Gerätekraftwagen, GKW, bereits unterwegs sein. Die Fachgruppe Räumen und auch der GKW sind eingetroffen. Die Fahrzeuge müssen nun sinnvoll abgestellt werden, bevor es an die Räumung... Das kann ich schon mal sagen. Zur Grafik, tja, sie ist noch nicht so schlecht, wie ich mir schon vorgestellt. Ja, es geht immer besser, aber wenn es halt nicht geht, dann geht es halt nicht. Wenn wir das Licht dann noch jetzt schöner machen können.
Fahrzeuge wurden in den vom Zugführer zugewiesenen Bereichen erfolgreich abgestellt. Rüste zunächst die THW-Einsatzkräfte der Räumungsgruppe aus. Bewege die THW-Einsatzkräfte in die Nähe des GKW und rüste sie mit Warnwesten auf. Oh yeah. So. Also darf ich vorstellen, das ist Manfred, das ist Olaf, das ist Günther, das ist Schulze und das da hinten ist Dieter. Ich soll sie mit einer Warnweste. Ausstatten. Ich weiß nicht, ob das die anhat, aber okay. Ah, Leute, rennen! Ihr werdet fürs Rennen bedroht. Ich das bestätigen oder einfach mal anklicken, ne? Ich denke mal einfach mal so, ne? Zack. Ja. Gut. Willkommen auf den Catwalk des THW. Naja. Oder Motor. Ja. Auch die Dame darf rennen. So. Na Leute, machen wir schon mal Kaffeepause, oder? So. Und es sind mir zu viele. Es sind zu viele. Aufmachen, Beste an, beenden. Jetzt noch der. 3-2, 3-2, 3-2, so. Und zack. Haben alle. Jetzt haben alle ihre Westen an. Hallo. Jetzt hab ich... Oh. Gut, man sollte schon lesen können, gell? Ja, eine Rettungsweste ist auch so eine Art Warnweste. So, haben alle ihn an. Nachdem die Einsatzkräfte sich die Warnwesten übergezogen haben, kann das Einsatzgebiet abgesperrt werden. Zur ordnungsgemäßen Absperrung der Straße sind auf dem GKW Pylone vorhanden. Rüste eine Einsatzkraft mit den Pylonen aus und platziere sie an. Das macht mal der Günther. Pylonen brennen. Wow. Und zack und zack. Und zack und. Das Einsatzgebiet wurde abgesperrt und die Räumungsarbeiten können begonnen werden. Um die Straße wieder befahrbar zu machen, benutze den Radlader dazu, die zersägten Bäume von der Straße zu räumen und schiebe diese in den vom Zugführer zugewiesenen Bereich. Mit WASD kann ich schon bewegen, mit den Pfeiltasten kann ich sie... Na gut. Wollen wir. Führer, sehr geehrter Führer, ich stecke fest. Obwohl mein Führer, ich stecke fest.
mal hier irgendwie abzumachen. Mein Führer, was sagst du? Der Unterführer begutachtet erstmal die Situation um den Einsatzort herum. Und er, was er sieht, er kann seinen Augen nicht glauben. Seine Fahrzeuge, ja, die stecken fest und er geht mal kurz unter das Fahrzeug durch und wow, das hat richtig geknallt. Und er hat das Fahrzeug aber wieder rausgeschoben. Jetzt versucht er seinen zweiten. Jawoll! Und unsere Fahrzeuge sind wieder frei. Ebenfalls das erste und das zweite. Und der Bagger hängt leider immer noch fest. Ja. Wiederum und man dreht das Rad durch. Willkommen beim Glücksrad, sehr geehrte Damen und Herren. Draußen auf dem freien Feld und wow, was war das? Tja Leute, jetzt ist mir noch das Spiel abgestürzt und ja. Bis jetzt ging es aber leider auch nicht mal wieder zum Laufen. Wie gesagt, Mission abgeschlossen würde ich mal meinen. Die Fahrzeuge sind im Arsch, die Straße ist nicht geräumt und ja. Was soll ich jetzt dazu sagen? Ob ihr es euch kaufen sollt oder nicht, das ist ganz allein euch überlassen. Da darf ich leider keinen Einfluss drauf nehmen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Spiel. Das Spiel ist heute am Dienstag, den 24. April rausgekommen. Und ja, habt Spaß damit und wir sehen uns bei einem weiteren Gameplay mit mir.
den Sachsen-Let's Player. Bis dann, haut rein, macht's gut.